Echt nice, 10 von 10, offen vielleicht, tragt ein bisschen auf, finde ich. Ja, ich schaue fett aus, oder? Ja, Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute an Halloween, wer sich ein paar von euch schon verkleiden, gibt es heute ein großes Unboxing. Ich hoffe, dass die Pieces, die wir da unboxen, nicht besonders schauderhaft sind. Kleiner Halloween-Wortwitz. Okay. Ein paar sind auf jeden Fall nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Aber wer sich erinnern kann, wir hatten gemeinsam mit Farfetch einen großen Shopping-Stream. Farfetch hat mir die Möglichkeit gegeben, hier ein Budget zur Verfügung zu stellen und auch euch einen Gutscheincode zur Verfügung zu stellen, nämlich MAX10YouTube. Diesen Code könnt ihr dann immer am Ende, wenn ihr ein Neukunde seid, als Promocode eingeben und erspart euch 10%. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Jedes Produkt, das hier ausgepackt wird, habe ich unten in der Infobox nochmal verlinkt, wenn es mir nachkaufen will. Und ganz, ganz wichtig, Freunde, in 2 Wochen ist es soweit. MEM Erotica, der offizielle Release am 19. November um 19 Uhr. Ich hoffe, ihr seid schon gespannt. Wird auf jeden Fall noch einiges kommen in den nächsten Tagen und 2 Wochen. Also bleibt auf alle Fälle dran. Jetzt gar nicht mehr länger quatschen. Viel Spaß mit dem Unboxing. Let's go. Herzlich willkommen zu einem fetten Unboxing, Freunde. Ich weiß auch wieder schon gar nicht, was wir bestellt haben. Ich glaube, da ist ein Mani-Pullover dabei, etwas von Vêtements, noch irgendwas. Kein Plan mehr. Das ist unsere Ausbeute. 3.000 Euro wurde mir zur Verfügung gestellt. Wir haben ein bisschen mehr als das ausgegeben. Ich glaube, wir sind bei 3.200 oder irgendwas um den Dreh gelandet. Das Beste am Ganzen ist natürlich das Shirt, was ich anhabe, Freunde. Am 19. ist dann der offizielle Drop für alle, die den Pre-Drop verpasst haben. Ich würde sagen, Freunde, wir beginnen mit dem Obersten. Ich werde jetzt nicht so tun, als würde ich das zum ersten Mal auspacken, weil das ist das einzige Ding, was ich schon vorab ausgepackt habe. Das ist nämlich der Armreif von Maison Margiela, den wir bestellt haben. Der kommt da in so einen Sack. Da ist das Ding, man sieht diese klassische Maison Margiela Aufschrift mit diesen Nummern, finden sich dann auch am Armreif wieder. So, wenn man das Ding auspackt, dann sieht man, dass wir hier diesen Armreif haben. Schon relativ gut verbogen, weil ich den in letzter Zeit oft getragen habe. Also wie man hier gut erkennen kann. Und man sieht hier, wenn man genau schaut, diese klassischen Nummern. Seht ihr die? Den habe ich schon öfter getragen. Soweit ich weiß, biegt man den einfach auf, macht das Ding dann zu. Und das gibt dann zusätzlich nochmal so ein bisschen einen Look. Finde ich persönlich ganz, ganz nice. Wir haben dafür bezahlt 320 Euro oder 400 Euro knapp. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber fettes Ding. Übrigens für jeden einzelnen von euch, der noch nicht bei Farfetch bestellt hat, Neukundenrabatt, habe ich vorher schon gesagt. Und da könnt ihr euch 10% sparen. Lohnt sich. Bei unserem Einkauf 3.500 Euro oder 3.200 Euro, da hätten wir uns schon 320 Euro erspart. Das war das erste Ding. Feedback von euch. Wie findet ihr diesen Armreif? Ich finde den Armreif, damit ich es rausbringe, ich finde den schlicht, klassisch, passt auch relativ gut zur AP dazu. Also ich habe den jetzt das ganze Wochenende getragen. Ich finde den eigentlich ganz cool. Dann, Freunde, schauen wir zum Paket. Kein Plan, was da jetzt drin ist. Schön auch wieder in so einem Seidending verpackt. Ich weiß nicht, ob das jetzt zur klassischen Farfetch-Verpackungsding gehört. Schau jetzt da mal rein und wir haben hier ein Shirt, liebe Freunde. Und zwar von Vêtements, na sicher. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben nur ein Shirt von Vêtements bestellt. Das hat mir gut gefallen mit diesem klassischen Printing vorne. Das werde ich jetzt gleich mal anziehen. Ich bin gespannt auf die Größe. Ich glaube, wir haben ein L genommen. Und das ist halt wieder mega fett. Also, we'll see. So, Stoff sehr, sehr angenehm, wie wir das natürlich von Vêtements auch kennen. Hinten ist noch ein Seidenpapier. Wir haben hinten auch ein Backprinting. Also vorne das klassische Vêtements-Printing. Schlicht, schwarz, weiß, passt überall dazu. So mag ich das gern. Und hinten dann nochmal ein fettes Backprinting mit World Tour. Australia, Austria. Deswegen haben wir es ja gekauft, weil das sofort dasteht. Und ich glaube, von der Größe her wird es wieder sehr fett sein. Also wird es wieder sehr groß sein, glaube ich. So, oh, aber ich glaube, das passt. Ja, das passt, aber wie angegossen, oder? Nummer kleiner wäre, glaube ich, sogar nochmal gegangen. Aber ich finde es eigentlich ganz nice. Aber M hätte ich da schon noch vertragen. Es ist dieser klassische Oversized Fit, den man von Vêtements gewohnt ist. Aber ich finde, das geht klar. 10 von 10, 9 von 10, ja, na sicher, okay. Chat ist begeistert, mir taugt's auch. Aber M wäre auch noch gegangen. Cool, bezahlt haben wir dafür. Chat, ihr wisst das sicher wieder besser als ich. Was haben wir dafür bezahlt? Passt dir, aber glaube M wäre noch geiler. Ja, ja, ja. Kann eh sein, kann eh sein. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde es aber behalten so. Ich glaube 450 oder so. M wäre ein besserer Fit. Ja, mir gefällt auch der Kragen von... Na, der ist auch ganz nett. Der ist auch ganz nett. Aber der Stoff ist dünner und irgendwie nicht so robust. Wisst ihr, was ich meine? 450 haben wir bezahlt. Okay.
Perfekt. So, kommen wir aber zum nächsten Ding. Das wurde interessanterweise nur in so einem Plastiksack verpackt. Kommt davon, wenn man bei M&M die beste Qualität hat. Dann ist man halt sehr verwöhnt, gell? Wenn man bei M&M bestellt, dann ist man halt sehr verwöhnt. Muss man halt auch dazu sagen. Weil wenn man bedenkt, das kostet 450, das Shirt bei M&M kostet 107. Ich weiß, was da drin ist. Ich fühl's. Es ist das... Ich habe mir gedacht, das ist das Hemd. Aber es ist einfach wieder in so einem Sack verpackt und das hat wieder den Schein getrügt. So, aber ich glaube, es ist trotzdem das Hemd. Schau mal rein in diesen Sack und es ist ein Shirt. Ah, das ist das Alexander McQueen Shirt, Freunde. Das ist mein allererstes Alexander McQueen Piece. Ich habe noch nichts von Alexander McQueen. Das ist normalerweise gar nicht meine Marke. Aber das Shirt hat mir einfach wirklich, wirklich gut gefallen und ich bin auf den Fit gespannt. Schwarz auf Rot geht natürlich immer. Vom Stoff her muss ich sagen, ja, jetzt ist es nicht unbedingt Next Level. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass dieses Shirt 150 Euro kostet. Aber ich finde den Print wirklich, wirklich cool. Ich bin ein Fan von Skeletten, ich bin ein Fan von Rot auf Schwarz. Das Shirt finde ich sehr, sehr nice. Das ist wirklich nice. Und von Alexander McQueen so. Ich hätte nie gerechnet, dass mir mal sowas gefällt. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich werde das Shirt jetzt mal anprobieren. So, vom Feeling her, ja. Ja, du. Das sitzt aber besser als das Vêtement, oder? Das finde ich eigentlich ziemlich entspannt. Auf der Seite haben sie so Einschnitte gemacht. Das feiere ich natürlich gar nicht. Aber so vom Fit her, ich habe es in einem XL genommen. Was mir nicht so taugt, ist, die Ärmel sind zu kurz. Seht ihr das? Also das könnte schon nochmal bis daher gehen, bis zur Armbeuge. Das ist das Einzige. Okay, passt. Das Shirt von Alexander McQueen. Ist ganz in Ordnung. Ganz in Ordnung. Okay, nächstes Paket. Wir schauen rein. Was haben wir da bestellt? Haben wir ein Hoodie auch bestellt oder irgend sowas? Okay, let's go. Ah, Leute, das ist dieser Strickpullover von Ami Paris, den wir in so einem Lachsfarben gekauft haben. Ja, die Farbe ist krank, oder? Kommt auch ziemlich wild rüber im Stream. Und mit dem ist da fix nicht kalt. Den Stoff, fast schon ein bisschen so, wie wenn da die Mama so einen Strickpullover anzieht und dich juckt die ganze Zeit. Also wenn ich mal den in diesem Licht so ansehe, sieht das fast orange aus. Na servus, da kann ich aber als Schwiegerbub beim Weihnachtsessen auftreten. Schaut euch da... Witzig! Ich komme mir so brav vor, das ist ein Wahnsinn. Also keine Ahnung, ich glaube, ich muss das nochmal umdrehen. Der Fit ist Bombe. Der ist schon nice, so. Ich komme ein bisschen so vor wie so ein... Weiß nicht. Kennt ihr dieses Spiel, wo man in so Anzüge schlupft und nur der Kopf rausschaut? Und dann bumpt man so gegeneinander, so circa. Ist mal was anderes. Schau ich halt mal brav aus, kann auch nicht schaden. Was sagt der Chat? Mit einer weißen Pants kommt er sicher krank. Passt nicht so zu dir, no front. Habe ich mir auch gedacht, ungewohnt. Ist nicht so ganz mein Vibe, gell? Aber ich glaube, das liegt nur an dem Kragen. Wäre da ein normaler Kragen, wäre alles easy. Das heißt, wenn ich den so ein bisschen runtergebe, so in die Richtung, dann geht's. Schaut, jetzt geht's. Jetzt passt. Gut, Leute, wir haben immer noch Pakete. Also wir labern da viel zu lange. Schau mal rein. Welche Size hat der Ami Pullover? Größe L. Und bezahlt haben wir, glaube ich, 200, 300 Euro. I don't know. Ah, jetzt sind wir richtig. Jetzt, Freunde, sind wir bei Mani, sehe ich da jetzt schon. Und ich nehme an, das wird das lang erwartete und lang ersehnte Hemd sein. In einem Schachbrettmuster. Oh, da bin ich aber jetzt mal gespannt. Der Stoff eher rau, also jetzt nicht so samtmäßig, sondern mehr so fast schon wie so eine dünne Jacke, aber angenehm. Wir haben das in einer 52 bestellt. Passt jetzt zwar gar nicht zur Hose, aber wir schauen uns das einfach mal an, wie mir das steht. Hat so ein bisschen diese, mein cooler Onkel Charlie Vibes, oder? So diese Bowlinghemden mäßig. Wir haben bezahlt 450 oder 500, so um den Dreh. Das, liebe Freunde, ist das Hemd. Mit einer Jeans dazu. Ja. Das steht mir nicht. Das steht mir nicht. I don't know. Was meint ihr, Chat? Ich finde, mir steht das nicht. Schaut mal, wie unbeholfen ich da drin ausschaue. Na. Ihr findet es cool? Ich weiß nicht. Ich finde, das passt mir nicht. Also, so vom Fit her passt es, aber irgendwie gefalle ich mir damit nicht. Schade. Echt nice. 10 von 10. Offen vielleicht. Tragt ein bisschen auf, finde ich. Ja, ich schaue fett aus, oder? Dann denkst du mir nicht, ich schaue meine Arme an und so, ich schaue fett aus einfach. Und der Kragen ist so, keine Ahnung. Ich finde es nicht cool. Das ist was ganz anderes, wenn es mich fragt. Das auch, fällt auch besser, ist auch angenehmer, ich liebe den Stoff. Klar, kurzer Plug, eh klar, aber seht ihr den Unterschied zum Fit? Fühle ich nicht, werden wir zurückschicken. Was sagt der Chat? Viel besser, passt viel besser.
Jetzt kommt MEM Neoprenhemd, na sicher. Ja, es, aber ich habe mich einfach gar nicht wohlgefühlt in diesem weißen. Schauen wir, wie das nächste Paket wird. Wir haben da noch zwei liegen. Das ist unser vorletztes Paket, Freunde. Hoffentlich kommt das besser. Das ist relativ schwer. Das wird wahrscheinlich der Pullover von Mani sein. Mal schauen, wie es mit diesem Mani-Produkt aussieht. Oh, finally, das war eine schwere Geburt. So, es ist der Vetements-Pullover, Freunde. Cool, da ist er. Nice, oh, der Stoff auch. Da kann ich mir gleich mal den Schweiß unterwischen, mein Schock. Geil, fühlt sich unfassbar nice an. Ich mag diesen Vibe einfach. Schaut nochmal in den Ärmeln, ist dann auch nochmal ein Print. Und hinten haben wir dann auch noch einen, soweit ich weiß. Der ist ja mal mega nice. Cool. Ich glaube, wir haben 750 Euro dafür bezahlt. Ich freue mich. Nein, 879. Na, sehr aus. 879 Euro haben wir für diesen Pullover bezahlt. Das heißt, das ist somit mein zweiteuerster Pullover. Der teuerste, fall mir gerade ein, der steht da immer noch in so einem Sackel, weil ich das am Mädel geborgt habe, die bei mir geschlafen hat, weil sie sonst nichts zum Anziehen gehabt hat. Und ich Ehrenmann habe natürlich einen. Ich habe dir ein Outfit gemacht. Die hat nicht. Die hat ihr Kleid und ihre Unterhose bei mir gewaschen, hatte nichts mehr zum Anziehen. Und dann habe ich ihr von mir die 6PM-Hose geborgt, dann noch den Pullover von Chrome Hearts in Blau und dann noch die blauen Kentucky Dunks. Die hat ein Outfit on point gehabt, wo die heimgegangen ist. Das habe ich einen Monat nicht zurückgekriegt. Und dann habe ich es mir selber holen gehen können von daheim, weil ich Angst hatte, ich krieg's nie wieder. Und die hat das einfach in den Müllraum gestellt und hat gesagt, ja, hol's ab. What the fuck? Den Kontakt erbrochen, weil wenn man so mit meinen Sachen umgeht, den brauche ich nicht in meinem Leben. Aber ja, weirde Story nebenbei. Wir probieren mal den Pullover an. Krank! Was ist das für ein Pullover? Oh mein Gott! Der ist nice. Schwarz-weiß. Kann man natürlich nichts falsch machen. Unten könnte er natürlich ein bisschen enger sein noch, aber der ist legendär. 10 von 10, Chat feiert es auch, ich freue mich. Wenn sich der Chat freut, freue ich mich auch. Also der ist richtig nice. Ich finde von den Ärmeln her ist so besser. Ja, das heißt, wenn ich das so direkt scheitern, dann sieht man nämlich die Schrift und dann rollt sich das nicht so auf. Aber der ist krank, Leute. Oha, ich freue mich total. Cool, der Stoff ist Bombe. Fühlt sich richtig, richtig nice an. Bin sehr begeistert und deswegen liebe ich Vetements auch einfach. Ich mag den Vibe, ich mag die Qualität, ich liebe die Sachen. Ist einfach alles richtig, fühlt sich alles richtig an. Top, 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 top. Sehr, sehr gut gemacht. Also da hat sich der Preis gelohnt. Ich meine, 879 Euro ist immer noch way zu teuer, aber der Hoodie, den werde ich so oft tragen, bin ich mir sicher, dass sich der als einer von wenigen richtig ausgezahlt hat. So, Leute, allerletztes Paket, dann ist der Spaß schon wieder vorbei mit dem Unboxing. Und da ist jetzt der Pullover. Ich habe übrigens heute ein Feed-Posting von Ilja gesehen. Der hat den auch anscheinend und der hat einen richtig nicen Fit dazu gemacht. Checkt mal sein Instagram ab. Da hat er den Hoodie kombiniert, den Strickpullover kombiniert und schaut richtig cool aus. Ich glaube, da hat er sogar eins von seinen Hosen von Repute angehabt, die auch sehr gut sind. So, gut. Keine bezahlte Werbung, by the way, sondern einfach Props geben für einen coolen Fit. Der schaut nice aus. Erinnert mich einfach an so einen Hoodie von Freddy Krüger, nur halt in schwarz, weil er so zerfetzt ist. So sieht das Ding aus. Einfach nur ein schwarzer Strickpullover, dann denken sich viele, warum zahlt man, what the fuck, warum zahlt man 500 Euro? Keine Ahnung, vermutlich, weil hier ein Mani-Stick ist. Das war es aber dann auch schon wieder mit dem Branding. So, unten ist der ziemlich zerfetzt, wie man sehen kann. Hier kann man die Löcher und alles erkennen, das finde ich absolut nice, gefällt mir, ihr wisst das. Ich mag das gern zerrissen und zerfetzt. Feeling ist schon mal angenehm, der ist nicht allzu dick. Ich mag es eher clean, ja, ich mag, oh, der ist richtig angenehm. So, der ist nice. Der Fit ist richtig, richtig gut. Schaut sich den mal an. Also den kann man auf alle Fälle machen. Seht ihr das? Der ist vom Fit her absolut nice. Also besser kann ein Strickpullover eigentlich gar nicht mehr sein vom Feeling her. Schaut sich an, wie meine Schultern ausschauen. Das Hemd hat mich richtig fett gemacht. Und dieser Pullover vom Fitting her macht mich jetzt richtig breit, aber auf die muskulöse Art und Weise. Seht ihr das? Das kann schon was. Das hat einen Sinn. Was schreibt der Chat? Passt zu dir, 10 von 10, nicer Kragen. Oh, nice. Also, der gehört auf jeden Fall zu meinen Favorite Pieces. Platz 1, ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist ex aequo mit dem Vetements Pullover. Dann kommt das Vetements Shirt. Dann kommt der Armreif, den ich ganz cool finde. Dann kommt der Strickpullover, wo ich nicht weiß, ob ich den nicht zurückschicke. Dieser bunte. Und dann kommt, ja, das Mani-Hemd. Das muss ich wieder.
Das kommt weg. Ja, Freunde, das war's von diesem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welches Piece euch am besten gefallen hat. Abseits von den M&M-Pieces, die ich in den Videos getragen habe. 19 Uhr nicht vergessen. Und wenn ihr bei Farfetch shoppen wollt, mit dem Promocode MAX10YouTube könnt ihr da 10% sparen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und es wird noch als nächstes Video auf diesem Kanal am Mittwoch ein Video kommen, Freunde. Da könnt ihr absolut gespannt sein. Ich wurde eingeladen auf eine Philipp Plein Store-Eröffnung. Habt dort ein paar Leute interviewt und auch Philipp Plein vor die Kamera bekommen. Also seid auf alle Fälle gespannt. Wir sehen uns am Mittwoch. Das war's von mir, euer Maximilian.